Willkommen zurück zu unserer Serie Estivan erklärt. Im heutigen Video gehen wir darauf ein, warum ein neues WAN-Modell erforderlich wurde. Man also überhaupt ein softwaredefiniertes Wide Area Network oder auch SD-WAN braucht. Wie wir im letzten Video besprochen haben, ist die herkömmliche Art, WANs auf Basis von Routern aufzubauen, nicht unbedingt cloudfreundlich. Sie bietet oft nicht die Anwendungsperformance und Erlebnisqualität, die Benutzer von ihren Cloud-Anwendungen erwarten. Denken Sie daran, Mitarbeitern ist es egal, wo ihre Anwendungen gehostet werden, im Rechenzentrum, in der Cloud oder bei einem SaaS-Anbieter. Sie wollen nur, dass sie schnell laufen. Branchenanalysten sind sich generell einig, dass heute, also 2022, bereits etwa 73% der Unternehmensanwendungen in die Cloud verlagert wurden. Entweder sind sie in hybriden, privaten Clouds oder in öffentlichen Cloud-Infrastrukturen gehostet und als SaaS, also Software as a Service, genutzt. Kunden berichten mir jedoch auch, dass sie aus guten Gründen bisher noch nicht alle Applikationen in die Cloud migriert haben und außerdem auch noch ein herkömmliches auf MPLS oder Ethernet WAN basierendes Netzwerk nutzen, das zudem lokalen Zugriff auf Clouds und deren sich ständig ändernden Anwendungen eigentlich nicht optimal passt. Was die Unternehmen beschreiben, sind negative Erfahrungen mit der Cloud-Anwendungsperformance, die durch das Backhauling des gesamten Anwendungsverkehrs, also zurück zur Zentrale, verursacht werden. Die Nachteile einer traditionellen Router-WAN-Architektur, wie wir sie in unserem letzten Video beschrieben haben, wir hören zum Beispiel öfters von Kunden, dass sich ihre Mitarbeiter darüber beschweren, dass Anwendungen zu Hause oder im WLAN ihres Lieblingscafés schneller laufen als in ihrer Filiale. Das liegt daran, dass sie von zu Hause aus direkt über das Internet auf SaaS-Anwendungen zugreifen und nicht unter den Leistungseinbußen leiden, die durch den Umweg, also das sogenannte Backhauling, dem Umleiten des Datenverkehrs von Cloud-Anwendungen durch das Unternehmenswerk zurück auf die zentrale Firewall und den zentralen Internetzugang und dann den ganzen Weg wieder zurück entsteht. Direkt auf lokale Cloud-Anwendungen von der Zweigstelle aus zuzugreifen, wäre schneller. Ja, nicht nur schneller, man würde darüber hinaus auch noch den unnötigen, atypischen Datenverkehr im Netz reduzieren und somit eine Menge Bandbreite sparen. Bandbreite, die teuer ist. Es ist einfach nicht sinnvoll, Cloud-Datenverkehr, der direkt für das lokale Internet bestimmt ist, zurück an die Zentrale zu senden. Es führt zu Verzögerungen, verschlechtert die Anwendungsleistung und verbraucht unnötig Bandbreite. Wie ich im letzten Video schon sagte, warum nicht das lokale Internet nutzen, um Anwendungen zu erreichen, die auch im Internet gehostet werden. Ein SD-WAN, das über die richtigen Funktionen verfügt, ermöglicht es Unternehmen, die aktive und sichere Nutzung des Internets als zuverlässige Form des WAN-Transports. Damit können MPLS-Dienste ergänzt und in manchen Fällen sogar komplett ersetzt werden. Mit der fortschreitenden Migration von Anwendungen in die Cloud und den sich ändernden Verkehrsmustern erkennen Unternehmen, dass es einen besseren Weg gibt, Benutzer mit ihren Cloud-Anwendungen zu verbinden. Es einen besseren Weg gibt, der die Unternehmensproduktivität, also die Qualität der Endbenutzererfahrung und die Kundenzufriedenheit ihrer User verbessert. Es einen besseren Weg gibt, der Geschäftsinitiativen beschleunigt und die digitale Transformation einfacher macht. Es einen besseren Weg gibt, der mit Veränderungen Schritt hält und das Bereitstellen neuer Anwendungen für Tausende von Standorten über mehrere Clouds hinweg in wesentlich kürzerer Zeit ermöglicht. Ja, es einen besseren Weg gibt, der auch die gesamten WAN-Kosten senkt. Und dieser Weg ist SD-WAN.
Welche Netzwerklösung wie gut funktioniert oder auch nicht, wissen Sie allerdings immer erst, wenn Sie selbst Praxiserfahrungen damit gemacht haben. Suchen Sie nicht das Internet nach den verschiedenen und unglaublich zahlreichen SD-WAN-Anbietern und Ansätzen ab. Sprechen wir. Vereinbaren Sie jetzt ein Online-Meeting mit uns, rufen Sie an oder senden Sie eine Mail. Wir freuen uns, Ihnen eine Handvoll der besten Lösungen zu nennen, anstatt Sie mit all den Anbietern dort draußen im Markt alleine zu lassen. Rufen Sie mich an. SafeCall berechnet Ihnen nicht einen Cent für ein solches Gespräch. Als führender Partner vieler SD-WAN-Anbieter werden wir von diesen finanziert. Es gibt also wirklich keinen Grund, sich nicht bei uns zu melden. Wir helfen Ihnen, sparen Ihnen eine Menge Zeit und möglicherweise bewahren wir Sie vor dem Fehler, einen falschen Anbieter zu wählen. Ihnen einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video.